Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, 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 ich bin so gut. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es auch wieder was Besonderes, etwas Lustiges. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, wie so häufig. Genau erklären wird uns das jetzt meine Tochter. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder. Die werden am Anfang sehr unscharf sein und mit der Zeit werde ich sie immer scharfer machen. Das heißt, du musst herausfinden, um was es sich handelt. Das können Monumente sein, dementsprechend kann dann deine Community mitraten. Es kann aber auch so sein, dass es persönliche Bilder von dir sind. Darunter sind bestimmt zwei, drei dabei, da kann deine Community leider nicht mitraten. Aber wir werden sehen. Vielleicht besser ist es. Ja, und es ist halt wichtig, dass du es errätst, bevor es dann komplett scharf ist. Oh wow, okay, was für eine Herausforderung. Lass uns überraschen. Ja, schön, finde ich gut. Habe ich Lust. Okay. Das ist das erste Foto. Ah, das ist ein Café am Rande des Weges, wo ganz viele Bierflaschen aufgestapelt werden. Ganz typisch für den Jakobsweg. Ja! Ja, das müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Da müssen irgendwie im Laufe der Jahre müssen da ganz viele Bierflaschen schön drapiert worden sein. Ich kenne auch Bilder von vor ein paar Jahren, wo die wirklich kreuz und quer lagen und mittlerweile, das hat wirklich was. Das ist spannend. Nummer zwei. Das ist San Francisco, die Kirche San Francisco. In die sind wir ausgewichen, weil die Kathedrale renoviert wurde. Ja, ich bin so gut. Es macht Spaß. Hättet ihr es auch gewusst? Das ist die Herberge, wo wir erst nach langem Hin und Her mit den anderen Pilgern übernachten durften. Ja, genau. Genau. Okay. Tag 35, glaube ich. Das ist noch nicht so lange her, dass ich das hochgeladen habe. Dann werde ich es jetzt mal ein bisschen schwieriger machen. Ich habe es befürchtet. Ja, das ist in Saint-Jean-Pied-de-Port die Anmeldung im Pilgerbüro. Jawohl. Sehr viel so einfach für dich. Ja, wenn man selbst vor Ort war, ist es natürlich recht einfach. Die Sachen, die gehen einem nicht mehr auf den Kopf. Das ist die Ausgabe der Compostela aus Santiago de... Compostela? Die Ausgabe der Compostela in Santiago de Compostela. Ja, schön. Also ich habe da Glück gehabt an dem Tag, weil normalerweise ist es dort brechend voll. Insbesondere, wenn man abends oder nachmittags ankommt und halt sein Zertifikat noch abholen möchte, dann steht man Stunden. Ich habe es so gemacht, dass ich am nächsten Tag hin bin, habe den Hund bei einem befreundeten Pilger gelassen. Naja, ich hatte vielleicht 15 Leute vor mir, also das ging wirklich richtig gut. Ja, das ist am Monte Gozzo. Im Prinzip das Denkmal dort, wo man das erste Mal die Kathedrale von Santiago sehen kann. Weißt du, wie sie heißt? Wie das Denkmal dort heißt? Pilgerdenkmal? Keine Ahnung. Ja, genau. Nein, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Das ist irgendeine kleine Kathedrale. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja. Das war eine kleine Kathedrale unterwegs, wo ich die Möglichkeit hatte, mal kurz reinzugehen, weil die Dame, die zuständig war, Teddy so lang genommen hat. Dann sind wir schon beim letzten Foto. Okay. Kurz und knapp. Ich bin so gut. Das sollte aber auch recht einfach sein. Und das ist jetzt Monte Gozzo, ja, genau.
Das war's. Ja, schöne Sachen. Toll, danke. Was ist das für ein Programm, mit dem du da arbeitest, dass du das so... Tada heißt es. Tada. Ich kenne nur Tata. There's one thing I've learned in all my years. Sometimes you gotta say what the f***. Sehr schön. Also, nur wenn ihr zu Hause nichts zu tun habt, nehmt ihr eure Urlaubsfotos, packt die in Tada und dann geht das ratenlos. Ja, kann man ja mit der Familie selber auch machen. Ja, klar. Aha. Sehr gut. Ja, ich hoffe, euch hat das wieder Spaß gemacht. Ein kleines Video zwischendrin. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich wie immer aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.